Liebe auf dieser großen, weiten Welt. Willkommen zum weiteren Video meines Formates Tränen gehen. Juhu, Svenny hat es endlich mal wieder geschafft, ein Video dazu zu machen. In der Infobox findet ihr den Link zur Playlist des gesamten Formates. Es sind zwar nur 2 weitere Videos, würde mich aber trotzdem freuen, wenn ihr vorbeischaut. Bitte beachtet, dass das hier meine Methode ist. Es gibt viele verschiedene, also verurteilt mich bitte nicht, wenn andere es anders machen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß beim Video und ich hoffe, ich kann euch helfen. Kommen wir zu den Materialien, die ihr braucht. Epoxy, Acrylfarbe, am besten schwarz, weiß und Metalltöne wie Gold, Cuttermesser, Pinsel, am besten dünne für Details und sonst könnt ihr normale Größen benutzen, Edding in Silber, dünn oder dick, dünn glänzen aber oft mehr, Sekundenkleber, Bänder, Drähte, Perlen, Ketten, was ihr auch braucht zum Verzieren. Vielleicht braucht ihr noch einen Bleistift, Lineal oder Schere, kommt aber ganz drauf an. Euer erster Schritt ist das Modellieren der Klinge. Dazu nehmt ihr vom Epoxy von Part A und B jeweils gleich viel heraus und verknetet das Ganze, bis es eine einheitliche Masse ist. Nun nehmt ihr die Masse und rollt sie am besten zwischen euren Handballen zu einer Art Wurst. Ein Ende sollte spitz zu laufen und das andere sollte dicker sein. Zum größten Vergleich könnt ihr ein Playmobil-Schwert nehmen. Ich mache die Klinge meiner Schwerter meist so groß wie das gesamte Playmobil-Schwert. Falls euch die Größe nicht passt, könnt ihr es noch vorsichtig etwas auseinanderziehen. Nehmt jetzt euer dickes Wurstende in die eine Hand und drückt mit der anderen die Wurst vorsichtig zwischen Daumen und Zeigefinger platt. Achtet darauf, dass euer Wurstdings da einigermaßen gerade ist. Nun muss das Ganze mindestens einen Tag trocknen. Wenn ihr aber wirklich sicher sein wollt, dass das Ganze fest ist, wartet lieber 2 Tage. Aber da ich natürlich das Ganze schon vorproduziert habe, mache ich jetzt hier gleich weiter. Nach 1 bis 2 Tagen könnt ihr dann durch wirklich vorsichtiges Biegen, bitte nicht rumbiegen, dass es dann bricht oder sowas, ganz vorsichtig herausfinden, ob das Ganze wirklich hart ist. Und wenn es nicht hart ist, dann lasst es bitte noch länger trocknen, sonst war das alles umsonst. Die Masse muss auch wirklich fest sein, weil sonst kann man das Epoxy nicht gut bearbeiten. Zum Bearbeiten nehmt ihr jetzt euren Cutter. Entweder ihr zieht damit eine Mittellinie oder ihr macht es mit Bleistift und Lineal, wenn ihr wirklich ganz genau haben wollt. Mit eurem Cutter schneidet ihr, wie auch immer man es nennt, von der Mittellinie seitwärts zum Rand. Das macht ihr auf beiden Seiten der Mittellinie. Später solltet ihr die Mittellinie hervorstechen und zu den Seiten auslaufen, wie ihr hier sehen könnt. Das Ganze macht ihr jetzt noch auf der Rückseite. Dabei solltet ihr wirklich beachten, dass ihr die Seiten der Klinge sehr spitz zulaufen lasst. Wenn ihr fertig seid, sollte man erkennen, dass die Mittellinie höher ist als der Rest. Und wenn ihr mit dem Finger über die Seitenkante fährt, sollte das hart scharf oder spitz sein. Der dritte Schritt ist das Modellieren des Griffes. Hierzu nehmt ihr wieder euer Epoxy und ein wiederholtes Mischen der Masse. Es ist jetzt wirklich sehr praktisch, eine Vorlage zu haben. Die könnt ihr entweder selbst zeichnen oder aus dem Internet ziehen. Modelliert die 2 Teile einzeln. Legt sie zu eurer Klinge, damit ihr wisst, ob sie groß genug sind. Nun lasst ihr das Ganze wieder 1 bis 2 Tage trocknen. Anschließend sucht ihr euch eine Seite als Unterseite aus, wie später die Klinge kommt. Diese begradigt ihr mit dem Cutter. Bitte passt wirklich bei diesen kleinen Teilen verdammt nochmal auf eure Finger auf. Oben sollte auch eine Begradigung drin sein und befestigt, da wird nämlich der Griff dann befestigt. Das Restliche könnt ihr nach eurer Vorlage bearbeiten. Und wenn ihr euch nicht sicher seid und es nicht richtig hinkriegt, dann macht es lieber wirklich ganz vorsichtig, nicht dass ihr euch noch in den Finger schneidet. Bei der Bearbeitung des Griffes begradigt ihr dann erstmal die Unterseite. Ihr könnt den Griff mit dem Knüppelding da oben dran, das man dafür braucht, dass die Hand eben nicht abrutscht, also bei uns Menschen, könnt ihr mit oder ohne machen. Ich mache meine Schwerter ohne, das ist aber wirklich jedem selbst überlassen.
Nun bekratet ihr noch die Oberseite der Klinge und ab geht's zum Bemalen. Zuerst bemalt ihr eure zwei Einzelteile mit Acrylfarbe und Pinsel nach eurer Vorlage. Achtet darauf, dass wirklich alles gut deckt. Für die Bemalung eurer Klinge könnt ihr Acrylfarbe, Nagellacke oder auch Edding benutzen. Mein Schwert ist diesmal schwarz, daher male ich es schwarz an. Wenn eure Acrylfarbe später in matt rauskommt, könnt ihr dann zum Nagellack greifen und dem Ganzen noch Schimmer verleihen. Wenn ihr euer Schwert mit dem Silberedding bemalt, dann macht auf der Vorderseite eine Schicht Edding, überdeckt das Ganze mit Klarlack und dann nochmal eine Schicht Edding. Dadurch sieht man nicht sofort die Epoxidfarbe, wenn der Edding verkratzt. Jetzt kommen wir zum kreativen Teil. Ihr dürft eurem farbigen Etwas eine Schönheits-OP unterziehen. Wow! Klartext, wir kommen zum Verzieren. Hier dürft ihr alles draufklatschen und draufmalen oder was auch immer ihr wollt. Das Ganze befestigt ihr mit Sekundenkleber. Hier wünsche ich euch ein gutes, kreatives Universum und klebt euch nicht die Finger fest. Als letzten Schritt klebt ihr alle drei Teile mit Sekundenkleber zusammen. Ich habe da jetzt noch, wie man auf meiner Vorlage sieht, so ein Steinchen draufgeklatscht. Achtet darauf, dass die Klinge in der Mitte des Mittellinksbums ist und der Griff mit der Klinge eine Art Linie bildet. Auch das Ganze wirklich gut zusammenkleben, damit es euch nicht abfällt und ihr beim Drehen Einzelteile zusammensuchen müsst. Gratulation! Wenn an diesem Punkt das, was du in der Hand hast, nach einem Schwert aussieht, bist du Svenjas Anweisungen sehr gut gefolgt. Und nach diesem überhaupt nicht zu langen Tutorial kannst du deine Kreativität freien Lauf lassen und die kommende Nacht damit verbringen, Schwerter zu basteln. Juhu! Ich hoffe, ich konnte euch helfen und ihr konntet mir folgen. Viel Spaß beim Ausprobieren. Wenn ihr jetzt noch einen einfachen Schwertgut braucht, in der Infobox findet ihr den Link dazu. Überhaupt keine Werbung. Schreibt mir in die Kommis, für was ich als nächstes ein Tutorial machen soll. Tschüss!